Ich habe einen Einkaufswagensitz für Personen mit Handicap entwickelt und den kann man ein- und ausklappen, das kann ich mir vorstellen. Den kann man da so einklappen. Dann kann man ganz normal einkaufen. Dann kann man am Einkaufswagen einkaufen. Und wenn man sich ausruhen möchte, dann kann man da den Hebel, also das ist so ein Mechanismus, den kann man da einhängen und dann kann man sie draufsetzen. Also ich habe nicht ein wenig überlegt, weil ich mir nicht sicher war, wo sie da hernehmen. Und dann ist mein Papa drauf gekommen, ich kann den Bier wegnehmen. Also die Idee stammt von mir, aber mein Papa hat dann gesagt, ja, da kannst du so einen Bierbankfuß nehmen. Und zwar war ich in der Zeitung, in der Kinderzeitschrift Geolino. Genau, und da waren wir dafür im Edeka und da hat sich dann eine ältere Person draufgesetzt. Ja, ich habe mir das gesagt, wo ich das erfunden habe. Und dann haben wir den Einkaufswagensitz da an den zwei Häkchen an einer Bank, eine Sitzbank befestigt und dann hat sich mein Opa draufsetzen dürfen. Ich habe den Preis bei Jugend forscht, den zweiten Platz, gewonnen und bei der Erfindermesse die Goldmedaille. Bei Jugend forscht den Sonderpreis für Inklusion und Teilhabe.